So, willkommen wieder zu einem kleinen Review, was ich schon komplett vergessen habe, denn ich war letztens mal wieder im Kino. Letztens ist bestimmt jetzt schon ein Monat her, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich The Equalizer Teil 2 geschaut und ich muss sagen, den ersten Teil habe ich noch nicht gesehen, habe ich noch nie gekannt, keine Ahnung. Ich habe immer gehört, es soll richtig gut sein und gerade bei vielen Actionfilmen, die ich mir reingezogen habe, wurde mir empfohlen, schau dir The Equalizer an mit Denzel Washington. Das ist ein richtig krasser Streifen, habe ich bis jetzt leider noch nicht getan, aber bei meinen Kinobesuchen ist mir der Trailer natürlich zu Equalizer 2 unter die Augen gekommen und der war ja so cool geschnitten, der war so spannend, hat vor Coolness einfach nur gestrotzt, wie der da die Kerle einfach fertig gemacht hat, zack, rein ins Taxi wieder, 5-Sterne-Bewertung, boom, das war richtig cool gemacht, das hat Bock natürlich auf mehr gemacht, deshalb habe ich mir den Film auch mal reingezogen. Bin also mit so großen Erwartungen ins Kino gegangen, fand die Person an sich auch interessant. Der Schauspieler ist sowieso gut, Denzel Washington, den kann man sich geben natürlich. Ich fand es auch cool, die Figur von diesem afroamerikanischen Jungen, der da bei ihm in der Nachbarschaft gewohnt hat, der für ihn dann die Wand immer ausgebessert hat, das Graffiti weggemacht hat und so. Ja, der Ramses, der spoilert schon wieder alles hin und her. Aber das fand ich auch richtig cool, diese Gespräche, die immer zwischen den zwei so stattgefunden haben. Mit, sehe ich aus, als wäre ich behindert oder was? Da musste selbst meine Mutter noch schmunzeln und überhaupt diese ganze Vaterfigur, die der dann dargestellt hat, dem Jungen gegenüber und die Action, die geboten wurde und auch in den Szenen zwischendurch, wo Leute da umgekommen sind, die ihm nahestanden, das war richtig krass, also war richtig brutal. Er wollte dem Ganzen natürlich dann auch auf die Spur gehen, was ist passiert, da wurden immer mehr Leute mit reingezogen und so. Also das waren wieder richtig kalte Bastarde, da habe ich mich richtig drauf gefreut natürlich, wenn er die zerlegt. Und ja, im Endeffekt, weiß ich nicht, kam natürlich ziemlich schnell raus, wer hinter der ganzen Sache steckt, wer alles mit involviert ist. Natürlich wieder ganz große Überraschung, trau niemanden, selbst dein bester Freund ist dein größter Feind, ihr wisst Bescheid. Und ich muss sagen, das Finale zum Beispiel, weiß ich nicht, es war für mich einfach dann kein Finale mehr. Das Ende des Films hat mich alles ein bisschen erinnert an Kevin allein zu Hause oder Kevin allein in New York, nur als Erwachsenen-Edition, dass er sich halt da in dem Haus, wo er früher mit seiner verstorbenen Frau gelebt hat, niedergelassen hat, hat auf die Leute dort gewartet, hat Fallen aufgestellt sozusagen, hat einen nach dem anderen da kalt gemacht, aber dann klettert er einfach auf den Turm darauf, geht zu seinem Erzfeind, zu dem Bösewicht, ja, schlägt ihm in die Fresse, wirft ihn nach runter, fertig, das war's. Also, der Film war dann auf einmal vorbei. Das sollte das Highlight sein. Das ist einfach das, yeah, jetzt habe ich eine kalt gemacht. Aber mir hat da irgendwas gefehlt. Also, am besten, am coolsten war immer noch die Anfangsszene natürlich mit dem Taxi, als er die Frau da hingebracht hat und hat sich erkundigt, was da passiert ist. Die haben die Tür dann abgeschlossen und er hat sich da einfach durch die Menge geboxt und hat jedem was mitgegeben. Also das war cool, ein richtiger Robin Hood, ein guter Samariter, der sich da für die Leute einsetzt. Da ging mein Herz wieder auf und ich habe so viel natürlich noch von dem Film erwartet. Aber das Ende, seitdem dann rauskam, wer alles mit drin steckt, hat mich trotzdem irgendwo enttäuscht. Da hätte ich viel mehr irgendwie erwartet. Da kam dann irgendwie nichts. Es ging dann einfach nur so, naja, keine Ahnung. Ist ein bisschen schade, denn ich habe mich wirklich auf den Film gefreut. Daher fand ich den jetzt nicht so krass. Da fand ich noch Mission Impossible Fallout viel besser, weil er von Anfang bis Ende durchgezogen hat, immer interessant geblieben ist, Humor hatte, Action hatte, Spannungen hatte, alles wunderbar. Der hat ein bisschen abgestunken hingegen. Aber ich habe auch gesehen, dass trotzdem der im Allgemeinen nicht so gute Bewertungen hatte, wie zum Beispiel der erste Teil. Also meine Aufgabe wird sein natürlich, mir den ersten Teil trotzdem nochmal zu besorgen und den ersten Teil vom Equalizer mir reinzuziehen, denn der soll trotzdem besser sein als der zweite. Und der zweite war gut, war okay, kann man sich angucken im Kino, aber ein zweites Mal würde ich den jetzt nicht unbedingt nochmal schauen, da würde ich mir lieber nochmal Mission Impossible 6 reinziehen oder andere Filme.
Filme. Deswegen nicht ganz so krass gewesen, trotzdem guter Film. Also wer natürlich Fan ist von Denzel Washington, kann da immer hin, kann sich den immer gut geben und Geschmäcker sind ja auch verschieden. Vielleicht fandet ihr den auch richtig cool. Ich war ein bisschen enttäuscht, wie gesagt. Aber ist egal, es kann ja nicht jeder Film gleich sein. Deswegen immer noch Mission Impossible auf der 1, auf Platz 2, Equalizer 2. Weil das sind die zwei Filme, die ich bis jetzt hier in meinen Reviews durchgegangen bin. Und deswegen würde ich sagen, das war's auch für heute. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr den Film fandet, wenn ihr ihn gesehen habt oder noch sehen wollt. Gönnt ihn euch, macht euch eine eigene Meinung. Ist ein cooler Streifen, trotzdem mit einem Kackende, meiner Meinung nach, da hätte mehr gehen müssen. Aber das ist nur meine Meinung. Wie gesagt, peace out, vorhaut, euer Ramses, wir sehen uns. Puh.